Oh, jetzt kommt wieder neue. Ich hab bloß noch einen Schuss. Ja, komm. Und die haben ja nicht mal was fallen. Oh, oh. Warte mal, wir können. Ah, ich muss erst mal kurz irgendwie so ein bisschen aus der Schusslinie. Die K98 finde ich auch immer geil. Also die spiele ich, die nehme ich auch in solchen Spielen sehr gerne. Aber halt gerade so bei dieser, ich nenne es mal PSP-Steuerung, dann eher ungerne. Ja. Weil dieses Zielen auch einfach kacke ist. Lad mal nochmal nach. Boah. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt habe ich ausgesehen. Zu weit drüber gedingst. Ah, die macht auf jeden Fall mehr Schaden als die M1 Garand. Okay. Ja, überlebe den Hinterhalt und dann kommt gleich der Nächste. Oh, wir haben eine Bazooka. Brauche Unterstützungsfeuer. Ja. Sollten vielleicht auch mal ein bisschen Deckung nutzen hier. Ist das ein Offizier? Ja. Ich sehe es nicht genau. Hat er einen Helm oder eine Mütze auf? Sieht aber fast aus wie eine Mütze, würde ich mal sagen. Okay, den hätten wir. Ich habe vorhin die MP40 gesehen. Ich hoffe, die ist noch da, weil ich die würde schon gerne nehmen. Gerade Kanalisation hier. Okay, sehr schön. So, Kontrollpunkt. Der Feind ist hier. Ich wusste, ich habe doch noch was gesehen. Also zumindest, ich habe noch ein paar Schüsse gesehen. Aber ich finde, der Teil ist allgemein etwas kaum gehalten. Also wenn man bedenkt, der Vorgänger, also Metal of Honor Heroes 1, der war von den ganzen Leveln auch abwechslungsreicher. Und ich glaube, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Texturen auch alle etwas hochauflösender waren. Was natürlich der Nachteil war, dass dann der Hintergrund immer so ein bisschen gekriselt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt so extrem in den Let's Play jetzt gesehen hat. Kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran besinnen. Na komm, die müssen wir was fallen lassen haben hier. Ah, na, das ist, weil die Munition immer so schnell verschwindet. Und höre auf, ihn hängen zu bleiben. Ah, komm. Ich hab dich doch gerade abgeschossen. Willst du mich verarschen? Nochmal nachladen. Kleine Munition nehmen. Oh, wenn ich mal nicht hier hängen würde.
jetzt sind da unten wieder. Boah, wie schnell tun denn die mir die Energie abziehen? Hallo? Ich spiele das auf einfach. Okay. Das ist aber dann auch immer ungewohnt, wenn man dann wieder andere Spiele spielt. Bei Killzone war man dann wenn sich der Bildschirm verfärbt hat, ziemlich schnell tot. Also zumindest bei Killzone Shadowfall. Da hatte ich glaube auch so meine Probleme gehabt, oder? War das das Spiel? Doch, ich glaube. Und hier hält man dann noch eine ganze Weile aus, wenn der Bildschirm rot ist. Dann merkt man bloß, wenn man dann halt den Herzschlag hört, dass man dann langsam in Deckung gehen sollte, sag ich mal so. Okay, hier soll man nichts machen, oder? Nein, also ich hatte gerade Black Screen gehabt wieder. Oh, schön. Ein Safe. Hä? Ach, das ist cool. Ich habe trotzdem meine M1 Garand und der MP40. Also kann ich doch einfach die Pistole gegen andere Waffe austauschen. Weil ich dachte bloß, also ich dachte nämlich, dass ich bloß Pistolen gegen Pistolen tauschen kann halt. Also so dachte ich das halt. Aber das ist schön. Da hätte ich in den anderen Leveln von Anfang an auch noch andere Waffen mitnehmen können. Immer noch nicht tot oder was? Ich sag mal. Okay, jetzt. Headshot. Verzeihung. Okay, das hätten wir auch geschafft. Okay, da kommt scheinbar noch ein Level. Also noch ein Kanalisationslevel. Primärziel hinzugefügt. Sabotiere den unterirdischen Bunker. Ja, stimmt. Ja, wir haben ja noch ein paar Ziele vor der Brust. Natürlich kommt da noch ein Level. Ja. Ich hab's auch noch vorgelesen. Treffen wir den? Oh, sehr schön. Hier ist noch einer. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz anders. Bevor ich jetzt meine ganze Munition an den Tank verschwende. Sehr schön. So, nochmal nachladen.
Also ich würde sagen, wir gehen erstmal. Oder nein, gehen wir nicht, weil wir nicht da hochkommen. Ah, gerade schon mal Black Screen gehabt. Und schon wieder. So. Okay, das ist einfach bloß eine Wand. Ja, weil das so dunkel aussah, da dachte ich, ja, vielleicht geht da ein Weg rein. So, nochmal kurz ausruhen. Und nachladen. Was, wo, wie? Dort bist du. So, schauen wir uns erstmal hier oben rum. Können wir die vielleicht aufsprengen? Eine Granate oder so? Gehen wir lieber etwas weiter weg. Okay, schade. Ja, ja. Boah, ist hier der Sack aufgegangen oder was? Wo kommen denn die alle her? So, erstmal umschauen. Ich habe noch ein bisschen Munition. Ach so, das sind bloß die Griffe. Ich dachte, da liegt etwas. Also etwas zum Einsammeln oder so. So, ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, gehe ich nochmal ganz kurz hier hoch. Die geht natürlich nicht auf. Okay, hier müssen wir einen Sprengsatz platzieren. Ja, da haben wir natürlich wieder unsere sehr gut designte Uhr im Interface. Ja, wie gesagt, hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich geh erstmal hier ein bisschen weg. Lauf, lauf, lauf. Ich hoffe, dass ich weit genug weg bin, nicht, dass das Spiel dann sagt, du bist jetzt tot, du hättest da rausgehen sollen oder so. Man weiß es ja nie. Okay.
dachte, ich hätte den getroffen. Also zumindest den Geräuschen nachzuurteilen. Ja, ich weiß, auf den anderen Schwierigkeitsgraden war ich mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot. Ah, die treffen einen so gut und ich muss erstmal so komisch hin und her ziehen mit dieser Kacksteuerung, ey. Das ist doch auch nicht wirklich fair. Ja, ja. Erstmal kurz verschnaufen. Ich dachte, den hätte ich abgeschossen. Oh, das ist schon wieder ein neuer. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. Oh, ist doch nölig. Ja, komm. Du kleiner Penner, beweg doch mal deinen dummen, fetten Arsch. Mann. Ja, ich war jetzt hier hängen geblieben. Mann. Oh, wenn diese Steuerung nicht so kacke wäre, ey. Im ersten Teil war das wenigstens noch eine gute Balance. Och nö, jetzt muss ich erstmal wieder diesen Raum ausschalten. Also die Leute in diesem Raum. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal die M1 Garant. Ja, genau. Mann, jetzt bleib im Teammodus. Na komm, hier. Komm doch, kleiner Welcher. Jetzt habe ich gerade wieder einen Black Screen gehabt. Ja. Ja, wenigstens ist hier ein Kontrollpunkt noch. Oder war das Levelbeginn? Nein, das war ein Kontrollpunkt, glaube ich. Ja, komm, wir nehmen eine Maschinenpistole. Einer wartet hier noch, oder? Nein, doch nicht. So, ich mache das jetzt so. Ich renne jetzt hier hoch. Auch wenn es vielleicht nicht gerade die beste Idee ist. Oh, ich habe gesagt, renn. Nicht schleichen. Hui, das sind doch mehr als ich dachte. Ja, das war auch keine allzu gute Idee. Ja, weil der aber auch nicht sprinten kann. Der kann 3 Sekunden nicht sprinten, Alter. Was ist denn das für ein Vollsoldat, frage ich mich. Beziehungsweise, wenn der bei der OSS ist, muss er so Spezialeinheit sein. Und da kriegt er das nicht geschissen, mal länger als 3 Sekunden zu sprinten. Ey, wo gibt es denn Sofas?